Guten Tag, Frau Musal. Jetzt ist es also überstanden und Sie kennen das Ergebnis. Was haben Sie für ein Gefühl? Ist da ein Kelch an Ihnen vorbeigegangen oder hätten Sie es doch schon gerne gemacht? Naja, ich glaube, die Frage stellt sich jetzt nicht. Die Frage ist ja eher für uns als Fraktion, haben wir einen vernünftigen Kandidaten aufgestellt, den man hätte wählen können? Das haben die anderen offenbar anders bewertet in meiner Person. Die Frage ist natürlich auch, wie viel anderes da noch mitmischt. Denn ich glaube einfach, die Taktik ist ja nicht, die AfD zu den demokratischen Rechten kommen zu lassen, sondern die Taktik ist, immer irgendwas zu finden, warum man es nicht macht. Ob die das jetzt weiter fortsetzen oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber ich sag mal, ich habe jetzt auch keine hohen Erwartungen gehabt. Insofern. Sie haben ja gesagt, Sie sind Leid gewöhnt oder wie haben Sie es gestern ausgedrückt? Sie sind Kummer gewöhnt, ja. Glaube ich. Genau, ja. So habe ich es ausgedrückt. Aber sind ja auch gestählt. Also Sie wären durchaus mit meiner Interpretation eine faire und gute wahrscheinlich Kandidatin eben gewesen für diesen Posten. Jetzt hat es der Herr Thaddäus König übernommen. Was macht er für einen ersten Eindruck, nachdem er die Sitzung jetzt zu Ende gebracht hat? Mutige Berichterstattung kostet Geld. Jetzt unterstützen. Link in der Beschreibung. Die Frage ist eher, wie es mit dem Vorschlagsrecht aussieht. Also ich empfinde das nicht als überzeugend, als Verfassungsgerichtshof zu entscheiden, dass jetzt plötzlich alles anders gemacht wird. Ich finde das auch rechtlich nicht überzeugend. Ich werde mir das natürlich im Nachgang alles nochmal genau angucken. Was er als Person macht, sage ich jetzt mal, ist für mich jetzt erstmal relativ irrelevant. Ich habe ihm ordentlich gratuliert. Er hat jetzt vernünftig durch die Sitzung geleitet, wie man das so zu tun hat. Und ansonsten mal schauen, ne? Also es war fair, es war ohne Nachtreten, er hat sich jetzt keine Blöße gegeben, schon bereits in der ersten Sitzung. Naja, innerhalb der Sitzung ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen. Okay, alles klar. Sie haben das jetzt so formuliert, dass man nicht ausschließen könnte, dass Sie auf jeden Fall den Vorgang in Weimar noch einmal selber rechtlich prüfen wollen. Stellen Sie also in Aussicht, dass es eventuell eben rechtliche Konsequenzen noch geben wird, in eine weitere Instanz zur Prüfung irgendwie herangezogen werden sollte? Sollte Ihnen da eben was auffallen? Also ich persönlich stelle das jetzt gerade nicht in Aussicht, aber natürlich liegt das im Bereich des Möglichen. Was wünschen Sie sich? Also wir haben Sie jetzt, Deutschland hat Sie jetzt natürlich wieder neu kennengelernt, insbesondere im Zusammenhang mit diesem skandalösen Einstieg in den Landtag, der ein sehr ruhiger hätte werden können, aber leider von den Altparteien verhindert worden ist. Aber nichtsdestotrotz, Sie sind ja weiter Landtagsabgeordnete. Und was können wir, auch egal wo Sie landen, ob als Präsidentin oder einfach nur als Landtagsabgeordnete, was können wir von Ihnen, von Wiebke Musal im Thüringischen Landtag erwarten? Was sind Ihre Themen, was sind Ihre Schwerpunkte? Naja, ich habe ja in der letzten Legislatur vor allem das Thema Bildungspolitik bearbeitet, Familienpolitik, Wirtschaft und Wissenschaft war zusammen, also Wissenschaft und Jugend. Und ich bin aber auch immer offen für Neues. Das heißt, wir setzen uns jetzt in den kommenden Wochen hin als Fraktion und entscheiden eben, wer was macht. Und das ist ein normaler Findungsprozess, sage ich mal. Und ich bin Jurist und habe die Ansicht, die viele Juristen haben, dass sie sich in viele Themen einarbeiten können. Ich glaube, das ist bei mir auch so. Und ich mache auch gerne was Neues. Ich bleibe auch gerne bei meinen alten Themen. Mal gucken, wo die Fraktion mich hinstellt. Jetzt haben Sie es, wie gesagt, hinter sich. Abschließende Frage, wie bewerten Sie das denn jetzt nun? Ich meine, war das ein Skandal? Ist das zu hoch gegriffen, zu sagen, hier ist Recht wirklich mit Füßen getreten worden? Ist das ein Angriff, ein politischer gewesen? Und wenn ja, auf wen? Auf Sie persönlich, auf die AfD? Wie würden Sie es auf der Metaebene einordnen, was wir alle erlebt haben, was ja jetzt nur abgeschlossen ist? Naja, ich glaube, dass ganz klar sich gezeigt hat, dass seitens der anderen Fraktionen eben dieses Wählervotum, dass mehr als ein Drittel der Wähler die Alternative für Deutschland gewählt haben, dass das weiterhin möglichst ignoriert werden soll und jetzt eben auch über diese Position das versucht werden soll und ja auch dann gelungen ist. Und ja, das würde ich vielleicht einfach mal so stehen lassen. Alles klar. Gut, dann danken wir Ihnen und wünschen Ihnen trotzdem alles Gute. Sie fangen ja gerade Ihren Job erst an hier im Landtag. Es wird wahrscheinlich ein turbulenter, aber die nächsten 5 Jahre freuen wir uns darauf, Sie mehr im Landtag zu sehen. Dankeschön, Frau Musal. Ich habe zu danken.